Menschen. Ja, Conny, du stinkst echt übelst nach Scheiße. Ich bin wirklich ranzig. Guck mal. Ich hab nee, oh, lass es. Oh, Alter, wie eklig. Das ist auch so ein bisschen säuerlich. Ich muss halt auch erstmal wieder aufrecht gehen lernen, wenn ich hier raus bin, ey. Aua. Au. Ey, lass es, du Arschloch. Au. Schön, dass ihr da seid. Na, schön, dass du auch da bist. Ey, gibt's Dammbier nur gekühlt? Ja, gut. Scheiße. In dem Sinne, au. Wir befinden uns heute in Leipzig, um einen Geburtstag zu zelebrieren. Wer hat uns eigentlich eingeladen? Wir haben uns selber eingeladen. Wir feiern heute 10 Jahre Landstreicherkonzerte. Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Landstreicher! Das ist sehr schön. Wenn man 10 wird, dann wird immer richtig gesoffen. Auf jeden Fall, das sind immer die härtesten Geburtstage. Ist irgendwie geil, weil wir haben ja vor 2 Monaten schon 10 Jahre Diffus gefeiert. Also 2014 war, glaube ich, ein ziemlich gutes Jahr für die Konzertbranche. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns eingeladen habt und dass ihr euch vor allem noch so illustre Gäste eingeladen habt. Wir haben gehört, es kommt so eine ziemlich geile Newcomer-Band. Kosmonauten, das ist, die sollen richtig geil sein, habe ich gehört. Mal gucken. Ja. Kann man jetzt noch nicht bewerben. Ja, schauen wir mal. Generell ist auch sonst dazu noch einiges los. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken uns das mal an. Ich wäre extra. Boah, Alter. So ein Ding. Oh ja, auf jeden Fall. Wenn man arbeitslos ist, was macht man denn dann mit der Zeit? Auf Konzerte gehen. Dennis, wohin und führst du mich? Das würdest du gerne wissen. Oh ja. Wir reden jetzt Naumanns. Das Prinzip ist quasi das, dass es 3 Bühnen gibt. Eine im Felsenkeller, eine draußen und eine im Naumanns. Und das ist das Festival. Ich habe nicht so einen richtigen Plan, was hier abgeht. Hallo. Oh, hier ist aber schön warm. Bitte Treppe frei halten. Ja, ja. Ungern, sehr ungern. Aber es war cool. Es war was Besonderes. Das kann man so sagen. Ey, ist neutral. Der Comedian hatte anscheinend leider ein bisschen eine harte Zeit. Eventuell falsches Publikum oder falscher Artist, je nachdem, wie man es sehen will. Ne? Aber er hat gesagt, viel Spaß mit Kraftklub. Kraftklub sind halt hier. Lass es dir übelst schmecken, Amon. Das ist jetzt so die Veranstaltung. 3 Bühnen. Das Line-Up, wie gesagt, finde ich ein bisschen mau. Es warten gefühlt alle eigentlich nur auf die Kosmonauten. Korrigiert mich gern, wenn ihr das anders seht. Gut, das mit dem Comedian ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich finde es echt schade, dass Luna abgesagt hat, weil die hätte ich tatsächlich sehr gerne gesehen. Das war aber abgesehen von den Kosmonauten auch der einzige Act, auf den ich mich sonst noch gefreut hätte. Wiederum muss man natürlich auch sagen, dass ein Zwanni für die ganze Geschichte halt echt geschenkt ist. Findet ihr das Line-Up auch ein bisschen schwach für 10 Jahre? Aber wir sind, glaube ich, auch nicht das Zielpublikum. Also, aber bei Diffus war es schon krasser. Ja, ja. Also, Headliner mal abgesehen vielleicht, aber... Welcher Headliner? Ich dachte, ihr spielt so eine Indie-Band. Ja, das sind so eine Newcomer, aber die sind halt krass im Kommen. Hey, du hast die schon mal gesehen, oder was? Du bist so ein Insider, Alter, das ist Wahnsinn. Danke! Tropical LTD! Techno ist mein Leben! Ich werde auf jeden Fall wieder rein, bevor die fertig sind, weil ich glaube, sonst wird es richtig scheiße. Direkt jetzt im Pit? Klopit. Ich finde die wie 1999 nur unterhaltsamer. Felix von Krabknopf ist auch hier. Was das wohl heißen kann. Ey, Conny, ich weiß, hier steht viel Pfand, aber lass es.
Nur ein, zwei. Scheiße. Benimm dich. Shoutout an den Einweiser am Klo, der macht auf jeden Fall den härtesten Job heute Abend. Das geht. Wer weiß, wo es noch hingeht? Das neue Album steht. Ich freue mich, wenn ihr uns auf unserem nächsten Song begleitet. Danke für euer Ohr. Was stimmt denn mit dir nicht? Wie fandest du die jetzt? Am Anfang scheiße, am Ende besser. Sie spielen dieselben Songs wie vor einem Kraftklub-Konzert. Also, muss Zufall sein. Oder? Muss Zufall sein. Haben die keine andere Playlist, die sie vor Konzerten spielen können? Ich habe Felix ja auch schon gesehen, tatsächlich. Welchen Felix? Von meiner Band? Nee, Feder? Felix von Kraftklub. Was macht der hier? Er ist Landstreicher Geburtstag. Ich meine, sehr naheliegend, oder? Ja, Felix ist ja ein Landstreicher. Ja. Ich freue mich auch, dass wir immer mit dir mitkommen dürfen. Aber kannst du mal die Klima anmachen? Es ist ein bisschen warm mittlerweile. Siehst du, dass es hier keine Klima gibt? Ist so. Kann gar nicht sehen, alles dunkel, doch Sonnenbrille im Club. Bahn den Buntstift machen. So langsam kann es wirklich kein Zufall mehr sein mit den Songs, ey. Immer dasselbe. Immer dasselbe. Lieb die Musik in der Reihenfolge nicht ähnlich letztes Jahr in der Rinne? Die lief vor allem letzte Woche in Berlin. Genau so in der Reihenfolge. Haben da nicht Kraftklub gespielt? Ja, also ich habe mich auch schon gewundert. Ich habe die Kosmonauten letzte Mal vor 11 Jahren auf dem Kosmonaut-Festival gesehen. Und das war geil, aber seitdem hat man ja da nicht so viel von gehört. Ich würde sagen, die Leute haben Bock. Ja, das ist doch Kraftklub oder was? Was machen wir hier? Feeling pur. Einen wunderschönen guten Abend, Lanzes! 1, 2, 3, 4. Dieser Boden ist so am Wippen, ey! Ich weiß nicht, wenn sie so laut vorkommt in dieser Gruppe oder so, oder ob ihr auch einfach gestört laut seid, Lanzes! Hey, Karl, hast du etwa ein rotes Generate bekommen? Das kann nicht wahr sein, hier wird jemand gefeuert! Lanzig, wollen wir uns singen? Junge, lass dich nicht erwischen. Felsig, wie ihr seht einfach so schön aus. Sind wir quasi gleich alt. Jetzt schaut uns alle an, Leute. Schön, dass ihr diesen Weg mit uns gegangen seid. Die Live-Gruppe steht aus dem alten Freundeskreis. Alles wieder klein. Können wir uns einfach in der Mitte treffen, Leute? Ja!
Ich weiß, ihr seid heute auf der Party und wir feiern heute. Das sind die allerersten, die dabei sind bei sowas. Einfach feiern! Und trotzdem gibt es so ein paar Sachen, die sich nicht ausblenden lassen aktuell. Und neben ganz viel Scheiße, die im Internet passiert ist, unter anderem, dass es im Horizont auftaucht bei uns in der Ecke hier, sind die Landtagswahlen, die Europawahl-Landtagswahlen. Und das sieht alles relativ düster aus hier. Konzert, aber der Felsenkeller ist einfach eine zu heiße Location. Es ist zum Kotzen, aber irgendwie auch geil. Oh, wie es glänzt. Frischluft. Oh, ist das geil. Tom, wie war das? Es war sehr heiß, obwohl ich am Rand stand. Ja, aber ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich stehe da, freue mich auf die Kosmonauten und auf einmal... Und auf einmal kommt was, was wir letzte Woche schon auf einmal, ja, echt, ey. Langweilig, Spaß. War natürlich grandios. Alter, dass Blond auf der Bühne waren, fand ich auch geil. Aber gut, das war halt heute die komplette Landstreicher-Familie auf der Bühne vereint. Ich muss sagen, als Festival fand ich es ein bisschen wenig. Als Konzert war es Potenzial für Konzert des Jahres. Es war nie gesagt, dass es ein Festival. Ja, okay, es war eine Geburtstagsfeier. Dafür war es auf jeden Fall auch sehr stabil. Also liebe Landstreicher, vielen Dank für eure Arbeit und dass ihr uns eingeladen habt. Wir freuen uns auf mindestens 10 weitere Jahre voll schwitziger Clubs und nasser T-Shirts. Das war's aus Leipzig. Morgen geht's direkt weiter zu Rock im Park. Und der Corny fährt zu Rock am Ring. Wir werden so ein kleines Mash-up machen. Also vielleicht, wenn der Corny das hinkriegt, irgendwas zu filmen. Wenn du das hinkriegst. Drittes Mal Kraftclub in 10 Tagen. Pit Report abonnieren. Aktiviert die Glocke. Was der Corny sagt. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Pit. Wir sind zu weit gelaufen, oder? Nee. Zu weit, mal an nichts, aber ein Song reicht. Ein Song reicht.